Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind aktuell hier im Wassertempel drinne und haben als Random Boss den, ja, Bossgegner Goff bekommen, den wir jetzt erstmal auftauen und vernichten werden, würde ich sagen. Bin mal gespannt, wie wir uns schlagen werden. Ich werde es mit der Oni-Maske einfach schnell beenden, denke ich. Metroid Fusion. Sektor 5. Sollte eigentlich easy peasy sein. Zack. Da ist er. Und dann baller mal den weg, wenn er rumkommt. Die Musik passt ja gar nicht. Wo ist er denn? Hallo? Rennt er gerade in die andere Richtung? Kumpel? Okay, jetzt passt die Musik irgendwie doch. Da ist er. Menno! Ja, Uni, den könnte irgendwie ein bisschen schneller laufen, ne? Wo ist er denn? Hat er jetzt eine Kehrtwende gemacht? Er latscht jetzt wieder in die andere Richtung, ne? Huch! Ja, daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ach, komm. Ja, normalerweise muss man ja hinterher rollen. Ihr kennt das ja. So, ne? Jawohl. Okay, komm. Ich roll nochmal hinterher. So. Ballert er hier ein paar Blitze. Das nützt dem aber alles nichts. Puh. Ja klar. So, okay, das war ein merkwürdiger Bossfight. Ich habe den irgendwie mit der Maske leichter in Erinnerung tatsächlich. Was war das denn? Ja, sag einmal. Was ist das denn für ein dummer Bossfight? Ganz ehrlich, wäre glaube ich schneller gewesen, wenn ich ihn ohne Maske, ja ohne Uni Link gemacht hätte. Hä, aber warum schießt der? Er schießt nur, wenn ich anvisiere, kann das sein? Ja, ich glaube, da habe ich gerade den Fehler gemacht. Unnötig lange dauert das gerade. Ja, okay, ich muss anvisieren, damit er schießt. Habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ups. Jetzt rennt er wieder in die andere Richtung. Ah. Oh, unnötig langer, dummer Bosskampf, ganz ehrlich. Sag mal. Der will mich doch veräppeln. Okay, jetzt ist die Musik irgendwie doch komischerweise sehr passend dafür, dass er dann immer nicht da ist. Du Penner! Im Sackgesicht. Gibt's aufs Maul. So. Ja, das hätte schneller gehen können. Sorry, Leute. Sorry, das war einfach ungeskillt und dumm von mir. Das hätte viel, viel schneller gehen können. Jetzt haben wir 5 Minuten hier mit dem verballert. Sehr, sehr, sehr doof. Aber gut, wir haben es geschafft. Der Schädelbucht-Tempel ist damit abgeschlossen. Hier läuft doch gar keine Zeit. War das schon immer so? Wo ist denn der Herzcontainer? Nee, 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 nee. Hallo? Was? Es ist eine Fee? Die 13. Fee wurde hier reingerandomized? Alter! Das ist ja mal richtig mies. Okay, cool.
Und die Maske ist... Ah, okay. Von ihm hier. Zack. Okay, fehlt nur noch eine Maske. So, das hätten wir jetzt abgeschlossen. Ich würde jetzt aber direkt nochmal reingehen. Ich weiß auch, wo die letzten zwei Fäden sind, by the way. Ich habe mich da offscreen schon mal schlau gemacht. Würde ich mal eben machen, ja. Wenn wir jetzt einmal dabei sind. Dann steht auf jeden Fall das Minispiel noch an. Gott, no. No, no, no. Ich will nicht zum Boss. Okay, pass auf. Es ist eigentlich hier direkt, ne? Das wissen wir ja schon. Ich muss hier halt nur gucken, dass ich das irgendwie... Ich mach's vielleicht mal mit der Maske. Alter, was? Ja, das war nicht der Plan. Ich glaube nicht mit der Maske. So, und dann... Du Penner! What? Okay, ich mach's direkt mit dem Bogen vielleicht. Ich muss halt irgendwie... Ja, weil der hatte ja die Fee drin, ne? Shit, das war zu nah am Rand. Menno. Komm schon. Es geht halt so viel einfacher mit dieser Feenmaske, ne? So, jetzt aber, komm. Okay, da haben wir Nummer 14. Sehr schön. Und jetzt müsste man theoretisch nochmal darüber gehen. Ich würde mal eben die Spinnen wegballern, mir einen Weg ebnen. Und dann muss ich in einen bestimmten Raum nochmal rein. Ich hoffe, ich finde den. Ich finde den relativ schnell, hoffe ich. Ich weiß auch nicht, ob ich da nochmal möglicherweise hier irgendeinen Wasserstand verändern muss. Weil ich habe eine Fee in einem Krug vergessen. Ja, die würde ich halt gerne noch holen. Ne, dann haben wir alle 15 und dann müssen wir hier in den Tempel gar nicht mehr rein. Das würde mich sehr freuen. So. Das ist die Frage. Kommen wir mit diesem Wasserverlauf an diese Stelle? Das müssen wir halt jetzt mal kurz auschecken. Also hier kommen wir jetzt erstmal nur hier rein. Don't know, ist das richtig? Ja, das ist schon mal nicht richtig. Aua. Gibt's hier auch einen Rückweg? Hier gibt's gar keinen Rückweg. Da geht's nur da... Ja, ich muss, glaube ich, den Wasserverlauf ändern, ne? Kacke. Gibt's hier irgendeine smarte Lösung, wie ich mal eben wieder an den Eingang komme? Hiermit? Geht das? Kann ich mich da zum Anfang des Dungeons porten? Warte, ich guck mal ganz kurz, was hier passiert. Okay, ich bin wieder hier. Ja, dann muss ich auf jeden Fall die Richtung nochmal ändern. So viel ist klar. Und zwar einfach das da immer drehen, oder? Ja, den da muss ich drehen. Hey, warum habe ich... Habe ich das ausgemacht? Wenn ich das jetzt hier lang drehe, was passiert dann? Ach so, ich mache den gelben aus. Logisch. Nee, aber der gelbe muss an sein, genau. Weil dann komme ich in die andere Richtung. Und den roten muss ich jetzt nochmal ausmachen. Und dann können wir uns die Fee holen. So ist richtig. Okay. Jetzt müsste ich halt nur noch mit dem Enterhaken einmal hier drüben. Aber da muss ich auch erst wieder hoch, ne? Ah, das ist doof gemacht, ey. Ach, ist das doof gemacht. Dann muss ich das Ding ja doch wieder anmachen. Och, ist das nervig. Ja, sorry, Leute. Ah, ja, hätte ich halt alles nicht machen müssen.
wenn ich die eine Fee, wenn ich die eine blöde Fee schon mitgenommen hätte. Aber ich habe halt echt keinen Bock, nochmal in diesen Dungeon reinzugehen. Deswegen, das machen wir jetzt. So. Und theoretisch weiß ich ganz genau, wo diese Fee ist. Zack. Und zack. Ja. Also der Raum ist ja wirklich nicht nett. Den mag ich gar nicht. Das hätte man hier irgendwie ein bisschen besser lösen können, oder? Ist das in Majora's Mask in der 3DS-Version besser gelöst? Ich finde es irgendwie blöd, dass du dich nur von hier oben darüber ziehen kannst, um dann da den Wasserstrom auszuschalten. Ist irgendwie doof gelöst. Ich weiß nicht. Und dann musst du jetzt wieder runter, musst den anderen wieder anmachen, dann musst du wieder hochfahren, dann musst du wieder raus. Anders kommst du da nicht hin. Weiß nicht. Gefällt mir nicht. Diese Variante. Wir haben auf jeden Fall in diesem Tageszyklus noch sehr viel vor uns zu tun, Leute. Der nächste Plan ist dann, wenn wir hier fertig sind mit der Fee, dass wir erstmal das Minispiel machen mit dem komischen Typen vom Sora Cup, wo wir dieses Inselhüpfen machen müssen. Oder Fackeln? Müssen wir Fackeln anzünden? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, wir müssen von Insel zu Insel einfach hüpfen, ne? Da, wo die Fackel angeht, glaube ich. Genau. Da wird es normalerweise noch ein Herz geben. Das würde ich gerne machen. Und dann gehen wir auf Froschsuche. Das heißt, wir müssen auch einige Tempel nochmal abschließen. Wird nochmal interessant auf jeden Fall. Ah, nein. So, und jetzt haben wir das geändert und müssen theoretisch hier rein, ne? Super Link. Bisschen richtiger Profi. Alter. So, jetzt aber. So. Genau, genau hier hin müssen wir. Das ist der richtige Raum. Und ich glaube... Ich glaube, das da sind die zwei Krüge, wo wir hin müssen. Die hatte ich, glaube ich, vorhin nicht kaputt gemacht. Beziehungsweise im letzten Part. Alter, nervt mich doch nicht. Ich habe hier auch einen coolen Trick gesehen. Warte mal. Wenn mich die Fische nicht nerven, kommt man hier nämlich ganz easy hoch. So. Damase. Wir haben alle Feen, Leute. Zack. 15. Fertig. So, und dann würde ich sagen, mach mal. Ich mache einfach nochmal den Farore-Sturm. Und hoffe, dass ich dann gleich wieder zum Ausgang komme. Und dann hauen wir hier ab. So, return to the war point. Theoretisch jetzt wieder im Eingang, ne? Okay, das ist ganz cool. So. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Und dann müssen wir hier nie wieder rein. Ist das nicht schön? Das ist so toll. Okay, dann einmal den hier. Dann hattet ihr mir gesagt, ich soll doch auch bei den Soras nochmal die Fackeln anzünden. Das könnte ich theoretisch auch nochmal gleich machen. Ich muss auch halt nur noch herausfinden, wo... Okay, Lulu ist auch weg. Ich müsste mal herausfinden, wo jetzt die Feenquelle ist. Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr. So, ich hole mir kurz die Feuerpfeile und dann noch die Hasenohren. Guck mal, die sind jetzt hier auch am Musikspielen. Ich weiß halt gar nicht. Wollen die jetzt irgendwie, dass das Licht noch angeht? Okay, mit dem kann ich nicht reden. Ja, dann auch. Ich mach mal kurz das Licht an, ja? Vielleicht bringt das noch irgendwas. Die Zoras sind auch alle weg. Ihr meint aber auf jeden Fall, es gibt wohl ein Item, wenn ich die Fackeln anzünde. Wusste ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber machen wir mal eben. Oh, die hocken jetzt alle hier oben. Kann ich das jetzt überhaupt noch wachen?
Oder muss ich das... Muss ich das später machen? Egal, wir zünden einfach mal an. Beleuchtung. So. Muss ich da mit Migau jetzt noch irgendwie was machen? Oder machen die jetzt irgendwie noch was hier allgemein? Hier gibt es jetzt gerade nichts für die Beleuchtung. Hey Leute, wollen wir ein Konzert machen oder was? Ah, ja. Okay, cool. Ich kann ein Konzert machen. Ah, so, ich habe mal einen Schluck Kaffee. Trinke ich mal nebenbei. Und wir machen mal richtig einen Beat hier. Ich hoffe, wir kriegen dafür ein Item. Meintet ihr das als Item mit dem Licht und mit dem Konzert? Oder gibt es allgemein fürs Licht einzeln noch ein Item? Gerne nochmal sagen. War es das jetzt oder wie? Mehr ist nicht? Okay, wir haben jetzt einfach nur Musik gespielt. Mann, war es das etwa schon? Krieg ich kein Item? Okay, ich bin traurig. Hier ist auch niemand mehr weiter, oder? Der mir noch ein Item geben könnte. Nee, ich denke nicht. Okay, dann muss ich das vielleicht in einem Zyklus machen, wo ich den Dungeon noch nicht abgeschlossen habe. I guess. Warte mal, hier war doch auch irgendwo eine Feenquelle drin, oder? War hier nicht auch irgendwo eine drin? Das war's nicht. Ich gehe nochmal ganz kurz die Türen durch. Der Part ist schon wieder rum, ne? Ist der Wahnsinn, wie schnell das immer geht. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht das Richtige, oder? Stray Fairies. Ne, das sind die aus dem Waldschrein, glaube ich. Genau. Ne, das sind auch noch nicht die, die ich brauche. Okay. Leute, da würde ich sagen, wir machen das Minispiel nochmal eben. Und dann im nächsten Part... Warte mal, ich muss hier unten raus. Im nächsten Part... Ja, würde ich sagen, machen wir den Sumpftempel nochmal. Hauen da den Frosch weg. Und machen auch direkt nochmal den Boss im Sumpftempel. Weil dann wird nämlich das Wasser auch gut für uns im Sumpf. Und wir können ein Minispiel noch machen mit einer Hexe, wo wir Zielscheibenschießen machen können. Und dann haben wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann müssen wir in den... dann müssen wir in den Eistempel nochmal rein. Wikipernia. Da den Boss machen, damit das ganze Zeug auftaut. Genau. Diesen Moment könnten wir auch nutzen, wenn das alles aufgetaut ist, und könnten nochmal in die Milchbar gehen. Kommt der da nicht hoch, oder was? Nicht dein Ernst. Genau, da können wir dann noch das Konzert machen und können der Mutter von Carfire auch den Brief bringen später. Also da haben wir noch ein paar Vorteile. Da können wir noch ein bisschen was machen dann. So. Jetzt aber. Zack. Jetzt machen wir erstmal das Minispiel, Leute. Ich glaube, ich muss mich da mit dem Enterhaken hinziehen, ne? Das ist eigentlich ein relativ simples Minispiel. Hatte ich bisher eigentlich immer noch nie Probleme mit dem Minispiel. Ernst?
Letzte. So. 20 Rubine. Zum Glück habe ich Geld. Was? Ah, okay. Geh einfach in die Mitte von den Inseln. Hat er gesagt. So. Zack. So, und jetzt müssen wir einfach immer auf die Inseln springen, wo die Fackeln sich anzünden. Also das ist relativ easy, muss ich sagen. Einfach nur ein bisschen konzentrieren ist das. Und da einfach ein bisschen langsamer machen, man schafft das eigentlich relativ leicht. Einfach nur ein bisschen Konzentration. Zack. Ich glaube, ich muss auch nur 20 Stück schaffen, oder? Bin mir gar nicht so sicher. Aber das ist auf jeden Fall ein super leichtes Minispiel. Finde ich zumindest. Weiß nicht, wie ihr das findet. Ob ihr da Probleme habt bei dem Minispiel. Aber für mich ist das einfach nur so eine Konzentrationsfrage. Oh, das reicht schon. Alles klar. Ich glaube, im Original lässt er dich weitermachen. Aber hier... Ja, toll. Ein Rupor. Danke für nix. Tschüss. Lecco mio. Okay, dann müssten wir aber hier jetzt fertig sein, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, war wieder ein bisschen ein krampfhafter Part, ne? Mit dem Boss. Ja, der war ziemlich eklig. Dann sind wir im Wassertempel jetzt noch ein bisschen rumgeeiert. Ja, und alles in allem hat es nicht so viel gebracht. Wir müssten jetzt halt nochmal rausfinden, wo wir die Feen abgeben. Das müssten wir irgendwo nochmal gucken. Ja, und ansonsten sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde sagen, im nächsten Part Sumpftempel. Ich würde da vielleicht schon mal hingehen offscreen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssi, Leute!